mal von der theoretischen, erkenntnistheoretischen Seite zu sehen, dass letztlich die einzelnen Wissenschaften nichts weiter sind als verschiedene Sprachen ein und derselben Grammatik. Die Grammatik wird nämlich durch die Erkenntnistheorie dargestellt und die verschiedenen Sprachen durch die verschiedenen Objektbereiche und Methoden der besonderen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich ausbilden mögen. Nicht? Und diese Grammatik aller Wissenschaften zu studieren, das ist nun, denke ich, eine der wichtigsten Aufgaben, um die Einheit der Wissenschaften sich wieder klarzumachen. Und ich muss halt auch leider sagen, seitdem ich in Kiel in Pension geschickt wurde, ist dann auch keine solche überblicksartige Wissenschaftstheorie-Vorlesung mehr gemacht worden. Sodass ich mir gesagt habe, es ist an der Zeit. Ich biete es wieder an.